Ja, ich war erstmal entsetzt und habe versucht, da mal einen menschlichen Zugang zu dem Herrn dann zu erhalten oder zu den Herren, dass wir hier Hilfe leisten. Das ganze Gebiet ist hier als Katastrophengebiet deklariert worden. Wir helfen hier den Menschen. Was Sie hier jetzt gerade machen, das ist jetzt unterlassene Hilfeleistung. Ich habe den auf Paragraph 323c verwiesen, unterlassene Hilfeleistung. Der Gesetzgeber hat ja, meine ich, 2018 einen zweiten Absatz hinzugefügt. Wer anderen von der Hilfeleistung abhält oder behindert, der begeht dann ebenfalls dadurch eine Straftat. Mhm. Das haben die nicht verstanden. Zum Glück, und da bin ich wirklich dankbar, ein Anwohner hat das mitbekommen und hat sich darüber dezidiert aufgeregt. Der konnte das nicht fassen, dass wir Hilfe leisten und dann von der Hilfe dann abgehalten werden. Die ganze Kontrolle hat dann eine halbe Stunde gedauert und dann konnten wir dann von dann ziehen. Jetzt verstehe ich, Herr Schlöffel, warum Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht Absicht. Weil ich habe eben gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, das kommt dann, als Polizist, wenn ich die Information erhalte, die hat mir gesagt, dass die selbst die Information erhalten, dass hier Querdenker oder was der Teufel dann durch die Gegend fährt und Falschinformationen durchführt. Als Polizist, dann gehe ich dem auch der Sache nach. Das heißt, ich klemme mich hinter das Fahrzeug, also hinter das Friedensfahrzeug und höre mir auch an, was über die Lautsprecherbox dann durchgesagt wird. Das erfolgte aber nicht. Das haben die ja nicht festgehalten. Normalerweise wäre das ja in diesem Zusammenhang auch ihre Pflicht gewesen. Ja. Nee. Den Sachverhalt zu ermitteln, genau. Genau. Komisch. Ja, sehr, sehr merkwürdig. Also ich muss sagen, die Menschen, die wussten von nichts. Die ersten Straßen nach der Schule, die Menschen, die wussten von nichts. Die standen bis knietief im Schlamm und waren am Schippen. Ich habe mich gefragt, wie kann man das dann über so viele Tage aushalten? Ich würde einfach nur noch alles aufgeben und verschwinden, mir irgendwo anders ein neues Leben aufbauen. Andere, die hatten ja auch schon dann Suizid begangen, verständlicherweise. Wie, das ist auch passiert? Ja, nach meinem Stand sind mittlerweile jetzt 6 Suizide erfolgt. Das war aber auch mein erster Gedanke, als ich durch die Ortschaften fuhr. Die Menschen, die haben hier ihr Leben quasi verloren. Die letzten 10, 20, 15, 50 Jahre sind quasi sprichwörtlich den Bach runtergegangen. Das heißt, die haben nichts mehr. Woher wissen Sie das mit den Suiziden? Das habe ich in den Kanälen erfahren. Mhm. Wer war das? Ein Arzt, der interviewt wurde, der auch dort vor Ort, ich glaube, der hatte sogar eine Praxis dort, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, der hatte das geschildert. Mhm. In der Woche, in der ich dort war, da waren es schon 2. Also ich habe es nur vom Hören sagen. Okay. Ich habe es jetzt nicht aus erster Quelle. Mhm. Also von Angehörigen. Okay. Aber für mich ist es verständlich. In dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, wir sind ja nicht gewohnt, mit Katastrophen umzugehen. Von daher ist das dann auch bei manchen Menschen dann eine Notlösung, dann dieses Leiden zu beenden, indem sie sich dann suizidieren, ne? Als Überlebensstrategie, wenn man so will. Hm. Ja, um diesen Schmerz dann nicht zu durchleben. Hm. Ja, ab und an kamen natürlich dann auch Menschen auf uns zu und haben dann ihre Dankbarkeit dann auch ausgedrückt. Hm. Und sie wussten wirklich von nichts. Andere haben dann wieder erzählt, wie sie oder von den Nachbarn geschildert, der noch rechtzeitig aus der Garage fliehen konnte, aber die Frau ist dann ertrunken.